Schlange waren keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Ich trippel nicht. Ist das die Stahlfabrik aus? Das ist doch, wenn ich mich recht entsinne, aus Arkham City das Gebiet. Aber sicher bin ich mir nicht, denn es ist eine Weile her, seitdem ich die Spiele gespielt habe. Sturzflug. Achso, okay, alles klar. Boah, nein, die möchte ich jetzt hier nicht vollziehen. Batman trippelt nicht. Sondern der Grafik. Einfach großartig aus, muss ich einfach mal so sagen. Wir sind hier auf dem Friedhof. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Kann ich über den Zaun? Oh. Ganz Gotham spielt verrückt. Alle reden über diesen Spinner im Fledermauskostüm. Jagt nachts Verbrecher und so ein Scheiß. Ernsthaft? Schätze mal, du bist nicht von hier. Ich habe früher für Wayland gearbeitet. Ich sollte für ihn ein paar Tage hier runterkommen. Soll ihm bei einem Auftrag helfen. Nur noch mal zur Klarstellung. Einen Typen im Fledermauskostüm hältst du für verrückt. Hast aber für einen gearbeitet, der kein Krokodilskostüm trägt, sondern ein halbes Krokodil ist. Und das ist völlig okay? Hey, Wayland ist kein halbes Krokodil. Er hat eine, Erbkrankheit. Ach so. Na, dann nehme ich alles zurück. Und übrigens, dein Wayland, der wurde ausgeschaltet von der Fledermaus. Ja, er hat eine Erbkrankheit, eine ziemlich schlimme. Die Fledermaus! Das ist harte Akne, die der hat, muss ich schon sagen. Und zack. Konter! Jawohl, Konter! Ja, richtig so, Mann. Wow! Ah, shit, den konnte ich jetzt nicht kontern, das tut mir leid. Sorry, Leute. Wow! Boah. Alter, hallo. Au. Boah, Alter. Ich kann nicht so viel reden, wenn ich hier so rum konzentrieren muss mich, weil du brauchst echt übelst Konzentration, wenn du das machst. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die anderen Teile hat oder vielleicht sogar diesen Teil gerade spielt oder gespielt hat. Der weiß denn, was ich meine. Das ist äußerst, manchmal äußerst kompliziert ist. Vergeht einem das Reden. Das ist doch die Kirche aus Arkham City. Da bin ich mir... Ah, da ist ja noch einer! Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Ey, da bin ich mir eigentlich todsicher. Was sind das? So, das gerade. Also da hinten ist übrigens unser Ziel für die, die das wissen wollen. So, wir gleiten hier so ein bisschen. Dadurch gewinnen wir dann nämlich immer an Höhe, wenn wir so Sturzflüge machen. Da müssen wir hin. Boah, es ist so geil gemacht. Ich kenne das ganze Gebiet hier. Ich kenne das wirklich alles. Aus Arkham City. Es ist geil gemacht. Es ist einfach geil. Ich liebe sowas. Wenn man denn Gebiete wieder erkunden kann aus anderen Teilen, so wie
zum Beispiel in Gothic und du dann in Gothic 2 in die Gothic 1 Welt gehen kannst. Sowas finde ich einfach mega geil. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bringe sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Oh. Artig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Jetzt muss ich mein Mikro wieder einschalten. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz ruhig, Frau. Sag mal hin, ich bin nicht für eine einzelne Knarre hierher gekommen. Ja, aber du kaufst hier nicht einfach irgendwelche schrottigen Schießeisen. Sie sind wie ein guter Wein. Und ich dein Sommelier. Probier sie ruhig aus, gewöhne dich an das Gewicht, das Gefühl, das Visier, bevor ich dir ein volles Glas einschenke. Wovon redest du da? Na los, probier sie aus, verschieß ein paar Kugeln. Es ist eine Knarre, sie schießt. Jetzt rück den Rest raus, bevor ich sie an dir ausprobiere. Ah, kein großer gegen die Zahl. Das war's mit dir. Jetzt muss ich kurz was gucken. So, Leute. Da sind wir wieder zu Let's Play Batman. Ich musste kurz eine Aufnahmepause machen. Und ja, wir müssen jetzt die bösen Jungs da unten verprügeln. Wir fangen mit dem in der Mitte an. Bam! Boah, Konter! Konter ihn noch! Konter! Boah, ist hier gelernt, hast du. Was ist so schnell? Kann doch keiner so lesen. Boah! What the fuck? Bing. Oh fuck. Hat der SRG, bla bla bla. Boah! Alter! Boah, so schnell! Kannst du das so ruhig machen? Boah! Alter! Mistviech! Oh, ey, ich hab gekontert. Boah, ey, ich hab doch meine Güte. Ja, geht doch. Ja, Konter. Ganz schön aus, ey. In echt wäre ich schon fünfmal zusammengebrochen. Der Weihnachtsmann hier. Stopp! Stopp! Hören wir den noch? Oh. Wo ist der Pinguin? Weiß ich nicht. Wo ist er? Ich schwör's. Verdammt. Wach auf. Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Wenn du willst. Boah. Bitte, stopp! Stopp! Ich rede! Ich sag dir alles, was du willst! Bitte! Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche. Du bist irre! Du bist völlig irre! Mit dieser SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren.
Okay, dann machen wir das. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, es auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Brutal, Alter. Richtig brutal. Das war wirklich sehr geil gemacht, ey. Normalerweise sage ich am Videosequenzen nichts, aber... Also da musste ich wirklich mal... Muss ich doch mal ein bisschen was... Ich bin einfach nur froh, einen Job zu haben. Aber findest du das nicht schräg? Wir haben den Typen nie gesehen oder seine Stimme gehört. Nicht als Kurznachrichten von einer Geheimnummer. Hier soll es recht sein. Solange das Geld pünktlich auf dem Konto landet. Hier müssen wir ja hin. Oh Gott sei Dank sehen die uns nicht. Oh, die haben uns gesehen. Hey, hier uns übrig. Zack, zack. Was, ey, so schlimm kann das doch kein Mensch lesen. Boah. Alter. Halt's. Bams. Und jetzt komm her hier. Boah. Alter, ey. Ich muss manchmal so schnell klicken, da reißt mir die Schlüpper, ey. Glaub's mal. Hallöchen. Zack. Zack. Hallöchen, genau. Hallöchen. Mach doch eine Bekanntschaft mit meinem Knie. Boah, Alter. Ja, Buddy. Egal, worum es geht, ich war's nicht. Ach, das sagen sie auch noch. Hier, gucke. Bams! Ich hatte eine harte Kindheit. Ich hatte eine harte Kindheit, das sagen sie auch alle. Sieh mal an, wer da ist. Du willst es also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Oh, was? Battering hier durchlenken? Nicht so einfach, wenn man mal den Kopf statt seiner Fäuste benutzen muss. Was? Ist was?